Worauf freust du dich besonders, wenn du in die Arbeit kommst? Alle Tests sind grün, alle Metriken passen. Ich glaube am meisten auf meine Kollegen und Kolleginnen. Kaffee. Er ist besonders abwechslungsreich. Wutzler. Spannend, ich bin am Pulsschlag der neuesten Technik. Ist das internationale Umfeld. Alle Probleme kann man lösen, sozusagen. Ja. Sehr viel Vertrauen von Unternehmen und auch vom direkten Vorgesetzten gibt. Es wird ein Nie-Fahrt-Baby. Elektrobit in Österreich, der Podcast, Folge 1. Was macht deinen Job für dich besonders? Also das Tätigkeitsfeld, es ist sehr breit gefächert. Man hat mit verschiedenen Technologien, mit verschiedenen Tools, Prozessen und so weiter zu tun. Es gibt immer etwas Neues zu lernen und immer etwas Neues, mit dem man sich beschäftigen kann. Das ist auf jeden Fall etwas, das die Arbeit bei EB für mich speziell macht. Und das Zweite ist die Arbeitsumgebung. Das heißt, das ist dann hauptsächlich die Kollegen im Team, die sehr natürlich sehr, sehr hilfsbereit und sehr kollegial sind und mit denen ich mich generell eigentlich ziemlich gut verstehe. Aber auch das Arbeitsumfeld, das vom Unternehmen vorgegeben wird. Also das ist jetzt sehr viel Vertrauen von Unternehmen und auch vom direkten Vorgesetzten gibt, dass es generell viel Freiheit gibt, wie man jetzt zum Beispiel, in welcher Reihenfolge man die Aufgaben erledigt und man wird jetzt nicht überwacht und es gibt auch selten irgendwie Druck, den man verspürt, dass jetzt etwas schnell fertig werden muss oder natürlich gibt es manchmal Stress, zum Beispiel vor Releases, wenn etwas abgeschlossen werden muss, aber dann ist das trotzdem ein sehr, sehr kollegiales Verhältnis zu den Vorgesetzten und man hat eher das Gefühl, dass von den Vorgesetzten versucht wird, Druck wegzunehmen, statt Druck aufzubauen. Also wenn man weiß, dass es jetzt vom Kunden Druck gibt, dann merkt man eigentlich, dass die Vorgesetzten das versuchen, eher von den Mitarbeitern irgendwie fernzuhalten. Mein Name ist Markus. Ich arbeite bei Elektrobit als Softwareentwickler seit 2,5 Jahren jetzt. Für mich macht den Job besonders, dass man eigentlich sehr kommunikativ und im Team arbeitet. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass mir meine Kollegen, die mehr auf der FPGA-Entwicklungsseite sind, zur Seite stehen und erklären, wie genau läuft das System ab. Dann lese ich mich selber in die Themen ein und arbeite dann mit vielen anderen Leuten zusammen, damit am Ende mein Job gut erfüllt wird. Und das finde ich eigentlich sehr interessant drin. Mein Name ist Miriam. Mein Job ist, die Hardware-Tests für die FPGAs zu entwickeln und das ganze Test-Framework dafür instand zu halten. Wie verstehst du dich mit deinen Kollegen? Ich habe schon dadurch, dass ich schon 4 Jahre zuvor als Student hier gearbeitet habe, habe ich ein sehr gutes Verhältnis mit meinen Kollegen. Viele Kollegen, auch von der Zeit als Student, sind mittlerweile schon sehr gute Freunde geworden, mit denen ich auch privat viel unternehme und so mit den Kollegen ein sehr persönlicher Kontakt, sehr lockerer Umgang und also ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Kollegen. Mein Name ist Florian, ich bin Softwareentwickler bei Elektrobit, jetzt mittlerweile seit mehr als 1,5 Jahren und bin im Bereich Embedded Systems Entwicklung tätig. In unserem Team treffen wir uns das öfteren einmal auf ein Feierabendbier, aber ich trinke kein Bier, aber allein Feierabendgetränk von mir aus. Ich gehe auch öfters radeln mit Arbeitskollegen. Abgesehen davon nehmen wir ja in Teams an Läufen teil, zum Beispiel. Also dieser Wings for Life Run, da haben wir ein Team von EB, da trifft man sich auch außerhalb der Firma eigentlich mit den Arbeitskollegen und Kolleginnen. Ich bin der Patrick. Ich bin angestellt als Verification Engineer, also verifiziere ich Designs, die hier produziert werden. Wie hilft dir EB dabei, dich persönlich oder fachlich weiterzuentwickeln? Es gibt ja da die EB Academy, wo jetzt generell EB unterschiedliche Trainings anbietet. Darunter zum Beispiel, weil wir halt generell ja sehr viel mit Autosar arbeiten, gibt es dann ein Autosar-Training oder es gibt dann noch sehr viele Social-Trainings, wo man dann zum Beispiel Projektmanager-Trainings oder
auch Security-Trainings, je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet, gibt es dann halt auch von IB spezielle Angebote. Und es gibt dann auch die Möglichkeit, dass man jetzt selber jetzt zum Beispiel irgendwo im Internet oder so einen Kurs sucht und dann IB fragt, ob das halt möglich wäre, diesen Kurs auch zu besuchen, ob das halt sinnvoll wäre für die Arbeit. Ja, und es gibt dann natürlich auch selber die Möglichkeit, dass wenn man sich in ein neues Thema einarbeitet, dass man halt die Möglichkeit bekommt, sich dann auch darüber zu informieren. Mein Name ist Michel. Ich arbeite seit jetzt schon 8 Jahren bei Electrobit im Infrastrukturbereich und bin dort besonders für den TCP/IP-Stack zuständig und dort auch als Architekt tätig. Electrobit hat keine großen Maschinenhallen oder riesige Gebäude. Unser Kapital sind die Mitarbeiter und deren Know-how. Das bedeutet, dass Bildung und Entwicklung bei uns ganz groß geschrieben wird. Das fängt bei einem gut durchdachten Schulungskonzept vom ersten Tag an und endet mit der Tatsache, dass ich Zugriff auf sämtliche relevante Literatur habe, was auch ein Nachteil sein kann. Ich hatte schon Nächte in der virtuellen Bibliothek mit der Mathematik meiner Studienzeit verbracht. Ich heiße Georg, ich bin bei Electrobit Technology Team Manager, das heißt, ich kümmere mich um neue Technologien und manage ein Team. Hast du noch einen Tipp für Bewerber, die bei Electrobit arbeiten wollen? Seid wie ihr seid. Kommt und sprecht eure Interessen und Fragen an. Wenn man inhaltlich zusammenkommt, dann sind eigentlich schon fast 80% erledigt. Man sollte wahrscheinlich nicht seine Interessen nach dem Angebot richten, sondern eher versuchen, seinen Interessen entsprechend das richtige Angebot zu finden. Und wenn man sehr offen und sehr lernbereit ist, ist IB sicher der richtige Arbeitgeber. www.electrobit.com